So. Wir befinden uns wieder hier in unserem Schuppen, den ich mir noch gar nicht angeguckt habe hier. Hier. Der Abschleppwagen. 1,1 Millionen. Geldverschwendung. Ersatzteile. Verschwendung. Hier der Typ, der nur labert. Geldverschwendung. Hier die fleißige Mitarbeiterin. Eine gute Investition. Mach weiter so. Den Kaffee hast du dir bestimmt verdient. Ich hol dir aber früher oder später Arbeit dran, ne? Okay. Dieser Computer. Museumsstück. Der Benzintank. Geldverschwendung. Boah, ich hätte einen Hammer geschenkt bekommen, wenn ich nicht schon einen hätte. Aber ein Medipack umsonst. Oh, mit dem Tresor ist Geld. Wie viel Geld ist da drin? What's good? Dein Schrottel... Holung in einem Tritt. Oha. Catch you later. Ah. Der Tresor. Düt, $300. Regelmäßige Abschleppmissen. Machst. Aha. You all good? Wow, $300. Naja, so gut geht's mir jetzt nicht, ne? Ich hab hier 6 Millionen investiert und gerade $300 rausgeholt. Okay, I gotta admit, I didn't know how we were gonna be able to pull off a jailbreak. But after scoping out Mission Row, I got my arms around this shit, you know what I mean? We ja, weiß ich nicht. So let's get everything ready. Okay. We need to get you kitted out and the guards kitted down. And the most important thing is to make sure you have a getaway car stashed nearby. So okay. Y'all can get out of there once you're, out of there. Ich möchte jetzt erstmal einen Helikopter klauen. Klauen ist immer cool. Helis wissen ja alle, dass ich gut Helikopter fliegen kann. Mission Road locks down hard after dark. And we can't exactly do this shit in broad daylight. The way I see it, there's only one way in. The roof. How you feeling? Ready to steal a police chopper? Yeah, wow. I thought so. Ich glaube, ich muss hier einen Oberteil tragen. Ich sehe ja heute furchtbar aus. Boah. Ich erinnere mich mal dran. Oberteil an. Gar nicht so ein Setup. Hey. Kriegen wir jetzt einen Signalkasten? Kein Problem. Hat er letztes Mal schon gesagt, ein Kumpel, mit dem hatte ich das hier schon mal gespielt, aber ich habe den Hack nicht gemacht. Welcher Hack wird es sein? Die Spannung steigt. Welcher Hack ist es? Ein neuer? Oh. Zwei. Das hier ist eins, okay. Zwei, eins. Wir haben mal eins. Achso, vier muss mal eins, ja. Mathe kann ich. Ja. Mathe kann ich. Mathe kann ich. Eilmeldung! Maverick transportiert verwundeten Beamten zu OP in San Fias Krankenhaus. Zeugenaussagen zufolge schoss der Beamte aus Versehen auf sich selbst. Aus Versehen. Immer hier jetzt in Russland hat der Beamte sich aus Versehen selber erschossen. Eieiei. Nicht, dass er irgendeine Truppe geführt hat, die aus der Ukraine zurückmarschiert ist. Eieiei. Politikwitze. Eieiei. Das in GTA. Hi. Oh, mal Wild World. In Zelda hätte ich den Witz nicht gemacht. Beim GTA müsst ihr quasi damit rechnen, dass die Latte da leicht verschoben ist. Ich versuche das Dumme und Geschmacklose komplett zu vermeiden, aber die Latte ist anders gesetzt als in Zelda. Die Latte ist schon ein bisschen anders gesetzt. In dem Sinne. Hi. Ach. Ah, noch ein Kilometer bis zum San Fias Krankenhaus. Ja. Oh. Das San Fias Krankenhaus. Hey, so I know you know what you're doing, but unless you want the entire LSPD chasing you, take your time in there.
You know, be stealthy and shit. Okay. Stealthy and shit. Klar. Ja, total unauffällig hier. Hi. Bin ganz unauffällig. Ich geh mal ins Parkhaus, ne? Ja, hier. Ich gerade kurz einfach da gegen eine Treppe weiter hoch. Weit gefehlt. Weit gefehlt. Und die Polizei hat mich erwischt. Nein. Den wollen wir. Ganz unauffällig. Gut. Kein Problem für mich. Ich bin nämlich Helikopter Main. Helikopter Main. Und nur einen Bullen erschossen. Polizeibeamten. Weil das sind amerikanische Polizeibeamte. Die kann ich Bullen nennen. Ja, ich schüttel die Kopf ab. Ich fliege einfach raus aufs Meer. Versuche immer höher zu fliegen. Und auf der Map einfach gucken, ob irgendwo spontan ein Helikopter spawnt, denn das machen die schon mal. Ich finde das übrigens lustig, dass der Helikopter hinter mir, seht ihr auf der Map, genau weiß, wo ich bin, aber mich nicht sieht. Fliegt mir genau hinterher, aber sieht mich offiziell nicht. Das ist schon lustig. Hater würden sagen, das wäre dumm. Ich finde es nicht. Mal gesehen. Ne. Bitteln Kopfsack. Läuft. Nennt mich ne Sau, aber ich hatte gerade kein Taschentuch da. Nennt mich ne Sau. Das ist. Markierten Ort. Los geht's. Oh. Das wäre die erste Mission. Fühlt sich bis hierhin halt quasi wie so ein Mini-Heist an der DLC. Mit so anderen Aufgaben. Bietet aber jetzt nicht das Neue. Was schwer ist nach 10 Jahren GTA, aber... Die anderen, die ich da gespielt habe, fühlten sich noch meistens ein bisschen fresher an als das hier. Aber vielleicht kommt's ja noch. Vielleicht urteile ich zu früh. Vielleicht. Hey, you ready to be impressed? But once we have that chopper, we can see if we can find the pilot's keycard and use it to get through the roof access at the police station. Neat, huh? Wow, ich bin ja so beeindruckt. Oder ich gehe einfach in meinen Bunker und schieße vom Weltall mit einem Laser auf das Dach, bis da ein Loch drin. Das wäre auch eine Option. Ginge auch. Ah ja, stimmt. Ist ja falsch gelandet hier. Ah. Ah. Oh. Das ist dumm. Warum bist du denn jetzt da gespawnt? Heieiei. Verlasse das Gebiet. Ich kann ja schon mal meine Autowerkstatt markieren. Bist du denn? Hä? Ja, dann fahr ich einfach. Egal. Hallo. Oh, wir könnten ja nach jeder Mission einfach schon quasi zusätzlich hier so ein Ding einsammeln. Das sind ja so Dinger, die wir auch brauchen und die einfach in der Oberwelt-Map markiert sind.
Machen wir da fix hin, ne? Fahren wir da fix hin und machen nicht irgendwie hier draus unnötig 7 Teile, sondern mal 3 oder 4. Oh yeah, man, we got the chopper. Ja, cool, ne? Ready to break into the precinct, I'll make sure it's in position. Dankeschön. Das Lustige ist, in anderen Heists hätten wir den Helikopter einfach gestellt bekommen. Mussten wir ihn klauen, was einerseits cool ist. Also ich finde es cool, hier die Vorbereitung noch ein bisschen mehr selber zu machen als in anderen Heists. Andererseits... ist irgendwie so ein ganz riesengroßer DLC. Man ist froh, dass nochmal was kam. Man spielt das durch. Aber man hat keinen Wow-Faktor. Aber hatte ich ja vorhin schon gesagt. Wow-Faktor ist irgendwie auch ein bisschen schwer nach 10 Jahren noch zu erreichen. Miguel Madrazo. Was willst du? Wir gehen da nicht hin, Miguel. Ich habe andere Sachen im Sinn. So, wo es denn geht? Bam, 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 bam. Hi. Geh um Jamal zu kommen. Schrotthandel, Aufgabe Elektroshop. Okay, ah. So we're trying to keep this non-lethal, okay? We're not gonna kill a bunch of cops just for a car. And we don't want any trigger-happy cops shooting my friend by mistake. Now okay. I'm thinking we'll go in with a couple of stun guns. Now I got the license plate here for a security guard's car. Should have loads of spares in it. Oh, 21 Zentimeter. Ja, das ist ja klar, dass der Teilwagen mit 21 Zentimeter. Dann suchen wir mal. Nein. 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 Hierfür sollte ich mir dem nächsten Freund einladen. Nein. 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 Gott, ist der Parkplatz auch groß. Nein. Nein. Ich kann doch einfach mal Glück haben, oder? Nein, kein Glück. Nein. 10% habe ich schon ab. Scheiß Parkplatz jetzt. Nein. Dass ich die einfach erschießen. Das habe ich nicht gesehen. Aber auch nicht. Nein. Hier bist du ein Spielerauto, oder? Gar kein. Doch, aber nicht. Nein. Nein. zieh die Lenke durch. Wow. Gleich nur hin. Also da könnte ich mal googeln, ob da irgendwie... irgendwann ein Weg ist, das leichter zu finden hat. Echter Spieler unterschießt mich oder überfährt mich gleich. Was ist denn hier? Toll. Einfach ein Polizeiwagen. Erkennbar als Polizeiwagen. Hier, Police Patrol. Was könnte wohl das Polizeiwagen sein? Bloß nicht der blau-weiße. Das könnte nicht sein, Navig. Der hat mich nur beobachtet, was ich mache. Jungs, wenn euch euer Leben was wert ist, dann lasst mich einfach in Ruhe. Lasst mich einfach hier rausfahren. Einfach leben. Bam, 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 bam. Jetzt zurück zum Schrotthandel. Nice. Dann hätten wir jetzt auch Elektroschocker.
wovon ich nicht weiß, warum wir sie nehmen, aber wir nehmen sie. Weißt du, du hast schon so viele Leute umgebracht in dieser Stadt. Du hast quasi einen Freifahrtsschein, weil du die Welt gerettet hast. Da halt im Büro der Polizei steht, hey, weiß, ihr mögt es nicht, aber der darf 30 Bullen pro Woche töten. Dann kommt so ein Typ, so ein Möchtegern-Verbrecher, so ein Alkoholiker, der Frauen bezahlt, einlädt, sagt, du tötest jetzt aber keine Cops mehr. Was ist das hier, Terminator 2? Hasta la vista, Baby? Gieß es denen jetzt nur noch ins Bein? Und dann verbluten die dort. Erbärmlich! Was ist das? Was ist das? Was soll das? Naja. Damit hätte ich mal gesagt, bis morgen. Morgen. Gottraubhandel abgeschlossen. Aufgaben 1. Ja.